Hallo und herzlich willkommen, lieber Star Trek Fleet Commander zum Commander. Ja, der Voyager Abteil 2 ist schon fast vorüber und ich wollte euch nun mal mit euch das Ganze hier zusammen reden und ja, alles erwähnen, was hier so zu rauszuholen war und was nicht und was diese Teil 2 so besonders ausmacht. Mehr dazu gleich nach dem Werbung von meinem jetzigen Sponsor. Huawei App Gallery. Neben den 50% Coupons und 20% Cashback bietet die Huawei App Gallery auch als VIP für einen Nutzer einen Gutschein im Wert von bis zu 1.620 € zusätzlich zu einer Rückerstattung von 20% Punkten beantragen, wenn die monatlichen Ausgaben des Nutzers mehr als 500 € betragen. Mehr Informationen darüber erhältst du in den offiziellen Discord von Huawei App Gallery unten in der Videobeschreibung. Ja, willkommen wieder, mein lieber geschätzter Kollegen und Mitspielern. Wir hatten wir schon so gehabt, dass bei jedem Arc irgendwas gab, was bei den Spielern halt zu ergrinden gab. In dem Fall, so bei diesem speziellen Arc, was wir jetzt hatten, war es so, dass das Einzige, was die Spieler so alles ergrinden könnte, halt diese 38 Punkte, 38, was, wie heißen die Dinge erstmal? Ich weiß gar nicht mehr. Jedenfalls sich diese 38 Kügelchen zusammen farmen konnte, plus ein paar zerquetschte aus den Missionen und damit dann hier die 50 Bilder der Voyager holen konnten. Das ist das Einzige, was bei diesem Arc quasi frei zu ergrinden war. Alles andere, was dieser Arc zu bieten hatte, war schon hier, kauf dies und das zu machen und kauf das und das andere zu bekommen. Und das hat bei jedem so auf die Gockel gegangen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Diese Artefakten, beziehungsweise der Artefaktengalerie, wurde schon bei diesem Voyager Arc hinzugefügt. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das bei jedem irgendwie so ist, aber ich gehe davon aus, also wie es sich herumspricht. Wenn ich mir jetzt meine Allianzmitglieder angucke, was sie da über den Chart schreiben, beziehungsweise über diesen Arc-Teil schreiben, ist es halt einfach undurchsichtig und es wird Tag zu Tag einfach nur lächerlich, also was hier alles angeboten wird und es ist einfach kaum durchzublicken. Angefangen mit den isolytischen Schaden. Wenn man sich die isolytischen Schaden nach so anguckt, sieht man schon ganz klar, dass ja, sieht man schon ganz klar, dass es hier neben den Standard Schaden machen bzw. verteidigen eine noch zusätzlicheren Möglichkeiten gibt, extra Schaden zu machen oder extra Schaden zu mildern. Hier zum Beispiel ist der Damage is generated as percentage of Standard Damage. Das ist, heißt in anderen Worten, es ist ein Teil von diesem Standard Damage ist es aber als Prozent, also es ermöglicht dir ja nur entweder ein bisschen mehr Schaden zu machen oder wenn du dann die Forschungen der Verteidigung machst, halt dann ein bisschen mehr Schaden abzumildern. Also es ist PvP und das hat auch unsere nächsten Offizier auch damit zu tun. Ich zeige euch mal Foto davon. Und zwar die Janeway. Die Janeway ist ein, ja, ihre Captainswerte ist halt leider nicht so der Bringer, aber den, ja, Beifahrerwerte ist der Sinn oder ist halt für BVB etwas interessanter und wenn man isolytischen Schaden nimmt, verringert sie, heißt das 10%, wenn ich mir nicht irre. Lange Rede, kurzer Sinn. Das ist auch hier. Zu Beginn des Kampfes erhält Catherine Janeway deinen isolytischen Schaden um 10% gegen Nichtspieler, Feinde und Armada.
Tja, das heißt, die hätten zu Beginn des Kampfes einfach eine stilistische Schaden um 10% gegen Nichtspieler Sila und Amara, heißt es im Klartext, ist es PvE. Und da hört es bei mir der Spaß auf. Was zeigen die anderen? Unterdeck-Offizier hat sie nicht. Dafür haben die anderen zwei Offiziere, wie zum Beispiel Tom Paris Eric Kim. Der eine hat schon hier, wie man an den Rufzeichen erkennen kann, Moral. Er gibt dir 10% Moral, wenn man ja, einen Schaden gegen Nichtspielerfeinde, also Armadas, Nichtspielerfeinde nimmt, also bei. Er funktioniert ähnlich wie bei Chainway, halt nur mit Moral anstatt isolytischen Schaden. Ja, was gar nicht so interessant ist. Vielleicht kann der eine oder andere vielleicht das auf die Enterprise benutzen, wenn man dann oben halt 5, 6K nimmt und dann, oder 5, 7 und K nimmt. Oder 5 Jojo und Khan nimmt, kann man dann den hier im unteren Deck nehmen und dann zum Beispiel so gegen ein Missionsziel vorgehen, was denn der ein oder andere Level ja 30 bis 40 Spielern dann halt ein bisschen Hilfe gibt und ein Mission abzuschließen. Lange Rede, kurzer Sinn. All diese ganzen ach so, bis auf diese eine Prime hier, der muss auch gekauft werden. Das sind die vier Zeug, was oder fünf Angebote, die hier in den ganzen Arc angeboten wurden. Bis dazu auch noch ein nahezu ein nutzloses PvP-Event, was am Ende irgendwelchen Kredit angeboten hat, was man gar nicht weiß, was man damit tun soll. Ich habe das auch einfach stehen lassen, wenn wir uns hier reinschauen, können wir schon sehen. Das war das hier. Das war ein PvP-Event, mit dem man sich hier so ein Token anmeldete. 010 Überschreibung, mit anderen Worten, nur ROI Überschreibung. Also die haben schon versucht, quasi die Regeln, die sich die Spielern, die das Spiel spielen, unter sich zu organisieren und ja gewissen Regeln und das Spiel einzubringen, haben sie versucht, dann außer Kraft zu setzen und damit vielleicht mal das Spiel PvP-Leben ein bisschen anzuspornen. Aber was das meiste Problem brachte, was sie schon auch im Nachhinein auch versucht haben zu beheben, war, dass man halt einfach nur Stationen angreifen könnte und so die Punktzahl spammen konnte. Das ist dann die Token, die man dann bekommen hat, wenn man das macht. Ich habe das beim allerersten Mal gemacht, danach die letzten zwei Male nicht mehr, wie man hier den Token sieht, weil ich habe darin keinen Sinn gesehen. Das sind dann so die Dinge, die man halt im Laufe dieser Event halt bekommen hat. Und ja, für mich ist das Spiel schon so in eine Sackgasse geraten. Nicht was das an Spielern, Fähigkeiten angeht, sondern was an das Entwicklung und ja, an Interessantheit angeht. Also es ist nur noch kauf dies, um das zu spielen. Und das ist auf lange Sicht kein gute Strategie, finde ich. Was mich auch noch stört, ist, dass man mittlerweile Eventen anbietet, die über eine Kampfbasis hinaus über ganzen Arc lang laufen und dann, wenn man eins davon verpasst, dann alles zunichte geht. Und das ist echt super nervig. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende und viel Spaß beim Zuschauen. Ciao. I'll be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain,
turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange,